Ja, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Gerade gesehen das letzte Heimspiel der TSG Neustrelitz gegen den FC Hanker Wismar. Das Ergebnis aus Sicht der TSG Neustrelitz natürlich mehr als befriedigend. Ein Abschluss im eigenen Oval. Das eine oder andere zu besprechen sein. Und wir beginnen natürlich mit unseren Gästen, mit Matthias Fink. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, das ist, glaube ich, das Positive, dass ihr hier einen schönen Abschluss hattet. Auch für die Jungs, ne, die gehen, ist das ja immer schön, dann gerade beim Heimspiel auch noch Tore zu machen. Dann freuen wir uns natürlich, dass wir als gute Gäste das ermöglichen konnten. Ist natürlich brutal schwer. Wir haben uns viel vorgenommen, wir hatten auch richtig Bock auf das Spiel. Auch klar, es geht um nichts mehr, aber wir haben uns schon Ziele gesetzt, dass wir in der Tabelle vielleicht den einen oder anderen Platz noch klettern können. Das hat natürlich dann nicht geklappt. Man muss sagen, irgendwo, wenn man alles zusammenfasst, glaube ich, geht der Sieg auch in Ordnung. Ist natürlich eine richtige Klatsche. Jeder, der das sieht, denkt, wir wurden hier an die Wand geballert, was definitiv nicht so war, zumindest in meinen Augen. Aber Glückwunsch an TSG Neustrelitz, wer jeden Schuss in der zweiten Halbzeit ins Tor setzt, der verdient es dann auch zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Und ja, alles Gute für die neue Saison, für die Vorbereitung. Wir kommen nächstes Jahr wieder und hoffen, dass es dann ein bisschen knapper wird. Dankeschön. Wir nehmen das natürlich gerne an. Wir freuen uns auf euch. Wissen jetzt aber, dass ihr taktisch euch auch entsprechend vorbereitet. Wir sind gewartet. So, das hat es aus Sicht der TSG Neustrelitz. Thomas Franke, die Erwartungen waren groß. Ihr habt auch auf der Geschichte vom letzten Wochenende einfach nochmal den Faden gesprochen, den Kampf angenommen und heute wirklich geliefert. Und das, glaube ich, hat auch einen Grund. Und das Ganze gehören wir uns natürlich von dir. Ja, natürlich wieder an alle. Hallo, freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr mal zuhört. Kann ruhig immer ein bisschen mehr werden, würde mich freuen. Dazu sind wir natürlich auch verantwortlich, Leistung zu bringen, was wir, denke ich, über den großen Zeitraum getan haben. Zum Spiel, erste Hälfte nicht gut, überhaupt nicht gut. Haben zwar die ein oder andere Möglichkeit, aber war nicht griffig, war nicht aktiv gegen den Ball. Wismar hat das sehr, sehr ordentlich gemacht, sehr, sehr gut gespielt. Eine gute Spielanlage, auch zweite Hälfte noch. Wir hatten so und so Probleme, aber dann Dosenöffner, Tor. Ja, und dann lief es irgendwann. Die Wechsel haben einigermaßen gut funktioniert, würde ich mal sagen. Auch schön für die Jungs. Und dann gewinnst du halt so ein Spiel 4-0, was nicht 4-0 ausgehen muss. Ich glaube, 2-3-0, okay, aber das vierte ist dann zu viel, weil das hat dann Wismar von der Spielanlage nicht verdient. Sonst möchte ich eigentlich jetzt bloß sagen, ich möchte allen hier Danke sagen für die Heimspiele, die wir hier immer in unserem schönen Stadion haben, die hier oben arbeiten, auch an Anne, Tom, die das immer organisieren, an alle, die immer da sind, die sich das anhören, an den Vorstand, an mein Team, an das Trainerteam, Staff. Hauke, hörst du nicht so gerne, ich weiß, aber ne, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass ringsherum, dass es passt. Wir haben wirklich bis jetzt eine ordentliche Saison gespielt. Dann komme ich auch nochmal zum letzten Wochenende hin. Da waren die entscheidenden Momente nicht auf unserer Seite. Das ist einfach so. Die Jungs haben trotzdem gekämpft. Deswegen will ich das nicht immer so abtun, als wenn das was Besonderes ist oder nicht Besonderes ist, dass die Leistung nicht gestimmt hat. Das will ich auch nochmal sagen, weil ich immer für die Jungs kämpfe. Mich persönlich berührt es sehr, dass so viele Jungs gehen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich bin Trainer und sage, ach Leute, geht, macht weiter. Aber das tut schon weh. Deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt noch die nächste Woche haben, verbringen können zusammen, weil das alles gute Jungs sind. Also auch die gehen, die bleiben, das sind gute Jungs, die haben immer alles hier auf dem Platz gelassen, das will ich auch nochmal sagen. Ja, und das war es eigentlich, das wollte ich nochmal loswerden, weil das ist immer was Besonderes, hier zu spielen, mit den Jungs zu trainieren, hat mir mega Spaß gemacht. Jetzt wollen wir natürlich auch noch Lichtenberg nächste Woche ärgern, haben wir auch richtig Lust und dann haben wir eine schöne Abschlussfahrt, worauf ich mich auch sehr freue, aber dazu rede ich mehr mit den Jungs als mit euch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, euch eine gute Heimfahrt, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig und dann sehen wir uns nächstes Jahr hier wieder oder bei euch am Anfang. Schauen wir mal. Dankeschön. Ja, das ist natürlich ein mehr als berechtigter Applaus. Thomas, herzlichen Dank dafür. Du weißt, du bist hier bei uns in guten Händen. Wir tun alles dafür, dass du im nächsten Jahr vielleicht noch in höheren vielen Schweden magst, auch verbal. Wir tun alles dafür. Also wir sagen auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle Sponsoren, an all diejenigen, die das ermöglichen, was hier passiert. Das ist nicht unerheblich, das erfährt natürlich von uns auch die entsprechende Wertschätzung. Wir denken, dass wir eine gebührende Saison
Abschluss geliefert haben, aus allen Bereichen sagen herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die neue Saison und dann ist natürlich an der Stelle natürlich eine vernünftige Heimfahrt. Wir sehen uns wieder und ich sag mal Tschüss und bis demnächst.